Immer wieder verschwinden in Puchheim auf mysteriöse Weise Mülltonnen. Welches mülltonnenschluckende Ungetüm ist hier am Werk, während die Hausbesitzer in der Arbeit sind? Im Verdacht stehen die Fahrzeuge der Entsorgungsfirma. Hin und wieder verschwinden offenbar ältere Abfallbehälter im Bauch der Müllwagen und werden dort zerpresst. Hausbesitzer wie Detlef Arzt finden dann Hinweiszettel vor, auf denen ihnen der Vorgang lakonisch mitgeteilt wird, mit dem Hinweis, doch bitte zeitnah für Ersatz zu sorgen. Das ärgert mich maßlos, muss ich sagen. Und wer mir erzählen will, ja, das sei irgendwie zufällig passiert oder so, wer also solche Zettel schon dabei hat, um damit zu erklären, was passiert ist, der weiß ganz genau, dass das passieren wird. Und in Puchheim sind ja in der Woche nicht nur 3 Tonnen verschwunden, sondern ganz viele. Also das hat System. Im Landkreis Fürstenfeldbruck müssen Hausbesitzer ihre Tonnen kaufen. Sie bekommen sie nicht vom Abfallwirtschaftsbetrieb vermietet. Deshalb sind hier noch Modelle in Gebrauch, die 10 Jahre und älter sind. Und das verursacht jetzt Probleme. Die Aufhängevorrichtung, an der die Tonne jeweils abgekippt oder hochgekippt wird in das Abfuhrfahrzeug, die ist aus Kunststoff und die wird dann irgendwann spröde. Und irgendwann, wenn die Tonne dann auch vielleicht sehr schwer ist, dann bricht das Material und dann wird die Tonne unweigerlich, aber eben auch unbeabsichtigt, in das Abfuhrfahrzeug eingezogen und mit verpresst. Fürstenfeldbruck ist einer der letzten Landkreise, in denen die alten Tonnen noch geduldet werden. Die Empfehlung lautet aber, sie zu ersetzen. Detlef Arzt ist das nicht genug. Er fühlt sich schlecht informiert. Dann hätte man ja die Eigentümer solcher alten Tonnen in irgendeiner Weise warnen können, sei es ein Schreiben, sei es ein Zettel im Briefkasten. Nichts, einfach die Dinger, also das Risiko einzugehen, dass die im Müllwagen verschwinden, das ist meines Erachtens keine Vorgehensweise. Trotzdem hat der Hausbesitzer eine neue Tonne gekauft für 45 €. Allerdings nicht bei Remondis, sondern bei einem anderen Anbieter.